Eine knapp 5 Meter hohe Schaukel. An den Seiten zwei Stangen aus Stahl. Und ein Mädchen, das die Höllenschaukel bezwingt. Überschlag inklusive. Der Sport heißt Kiking. Das Mädchen Ititrin. Mir gefällt besonders, wenn ich ganz hoch oben bin und dann herunterschaue. Das ist unglaublich. Hier in Estland ist Kiking Volkssport. In der Hauptstadt Tallinn wimmelt es im Sommer von Touristen. Eine große Attraktion ist der Schaukelsport. Ititrin ist hier schon ein Kiking-Star, gehört zu den Landesbesten. Das ist die stolze Familie. Papa Tönes ist früher selbst geschaukelt, heute gehört ihm eine Security-Firma. Mama Kairi, Köchin. Steven ist 9 und Lisandra 7 Jahre. Iti war schon immer die wildeste von allen. Iti liebt alles, was ihr einen besonderen Kick gibt. Sie macht die Dinge gerne auf ihre Art, liebt die Herausforderung. Mittelmaß mag sie nicht. Ein so mutiges Mädchen ist eine Reise nach Estland wert. Ich treffe Ititrin mitten in Tallinn. Iti! Hey! Hey! I'm Kai. I'm Iti. Huh? Welcome to Tallinn. Hi, thank you. How are you? Nice. Oh, good, good. Beautiful weather. Yeah. Bestes Wetter hier in Tallinn, aber es sind viele, viele Leute, so many people around here. Huh? Okay. What's the plan? Was machen wir heute? Was ist der Plan? Was machen wir? Let's ride with bike. Okay, wow, eine Fahrradtour ist doch eine gute Idee. Let's go. Yeah. No, not that. Not? With this? This one? Yeah. Oh. We can go. No, you ride the bike. I have to ride the bike? Yeah. Ich muss fahren? Ich verstehe, auch hier in Estland, es ist alles wie immer. Aber soweit ich gesehen habe, ist Estland ja eher ein flaches Land. Das sollte zu schaffen sein. Ah! Iti, where to go? This way. This way? Erste Herausforderung, einen Weg durch die Massen finden. Und dann geht's auch noch bergauf. Ich dachte, es ist ein flaches Land. I love you. I love you too. Yeah. Do you think I will make it? Yeah. Yeah. Oh, Kopfsteinpflaster auch noch. Na super. Oh. Das ist ein Berg, der nie zu Ende geht. Also langsam habe ich genug vom Radeln. Iti hat mir eine Überraschung versprochen. What a beautiful view. Was ein Ausblick. Guck mal hier, die haben sogar einen Fahrradständer. Praktisch. Meine Belohnung, Tallinn in seiner ganzen Pracht. Beeindruckend. So Iti, where's your home? Where's the place you live? Which way? There. How long does it take to go to your house? 20 Minuten ist nicht so weit. Und wenn ich mit dem Fahrrad fahre, sind wir in 10 da. Itis Familie wohnt in Vaida, einem kleinen Vorort. This is my house. This one? Yeah. And which floor? Third. Das tägliche Workout. It's your daily exercise, right? Yeah. Oh, I'm already tired. Oben werden wir schon erwartet. What's her name? Doriana. Doriana. Hey, Doriana. Hey. Very cute. Dancing. Lysandra und Steven teilen sich ein Zimmer. Hello. How are you? Hi, I'm Kai. We can do this. Bam! Iti hat ein Zimmer für sich. Beautiful. Nice girl's room. Roses everywhere. Do you like roses? Yeah. Und da ist noch ein kleiner, aber lauter Mitbewohner. His name is Boys. Boys. Like a boy. Uh-huh. Kai.
So, what are you doing usually after school? So, was machst du nach der Schule normalerweise zuerst? Just relax and chilling. Okay. And is there anything else besides swinging? I play basketball. Then I dancing, singing, okay. Acting. Okay. Doch Kiking spielt im Leben der 14-Jährigen die wichtigste Rolle. Einige Preise hat sie schon gewonnen. Beigebracht hat er ihr das. Großvater Peter. Er trainiert E.T., ist selber Seniorenweltmeister. Ich bin stolz auf seine Erfolge. Und obwohl Opa schon 66 ist, wirkt er manchmal wie ein kleiner Junge. Opa Peter schaukelt selbst noch täglich im eigenen Garten, schafft den Überschlag sogar mehrmals hintereinander. Itti tritt in seine Fußstapfen. Schon als kleines Mädchen hat sie vor nichts Angst und liebt das Abenteuer. Ich bin ja keine Prinzessin. Ich hatte eigentlich noch nie Angst vor irgendetwas. Ich liebe zum Beispiel auch Horrorfilme oder Motorradfahren. Also Kiking ist wirklich nichts, was mir Angst macht. Im Gegenteil. Natürlich muss ich auch auf die Schaukel. Bisschen wackelige Knie habe ich aber schon. Ciao. Let's go inside. The dog is inside? Yeah. Okay. Oha, das ist die große Schaukel. Nach einer kurzen Begrüßung geht's gleich los. Aufwärmen ist Pflicht, sagt Ittis Opa, der übrigens früher Sportlehrer war. Man merkt's. Und dann ist Schluss mit lustig. Warum muss ich immer irgendwie so einen Mist machen? Peter bindet mich richtig fest. Küki. Zurück? Küki? Küki. Geht nicht. Erste Anweisung. Und los geht's. Küki. 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 Kick heißt wohl schwingen. Ah, Küki. Ab. Jetzt verstehe ich. Ich krieg mir in die Hose. Schaukelmeister Peter kennt keine Gnade. Reicht. Ich mach nie wieder irgendwas Böses. Zurück auf Mutters Erde. Okay. Are you ready? Yeah. Und? E.T. zeigt, wie es richtig geht. Inklusive Überschlag in fast 10 Meter Höhe. Wahnsinn, oder? So hoch. E.T., good job. You are the Kicking Queen. E.T. Trin will immer hoch hinaus. I'm the kicking queen and you are the loser. Wollt ihr noch mehr so freshe Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.